Ja, mit dieser Begrüßung heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, was wir mal anspielen dürfen, und zwar zu einem neuen First Look, und zwar Big Action Mega Fight, wie der Kollege gerade schon hier so toll gesagt hat. Dies ist ein Spiel von der Firma Double Stallion, wie man da unten sieht, und das kommt heute raus, wenn ich mich nicht irre. Wir hatten die Möglichkeit, das jetzt nochmal ganz kurz zu spielen. Und wer Spiele mag wie Castle Crashers, Double Dragon, der wird das Spiel auf jeden Fall lieben. Ich spiele das jetzt mit dem Controller. Ich habe es vorher noch nicht gespielt, deswegen schaue ich mir mal an, worum es da geht. Megatropolis war einst eine glücklicher, friedlicher Platz, aber jetzt ist eine Vicious Street Gang. Jetzt fällt mir das Wort Vicious nicht ein. Auf jeden Fall eine durchtriebene, böse Straßengang. Bekannt unter dem Namen Klangs, haben die Stadt übernommen. Genau. Gruppiert bis durch den Kern. Die Polizei und die Gesetzgeber sind machtlos, um sie zu stoppen. Und Megatropolis ist das meist... Oh Gott, jetzt... Kennt ihr das, wenn ihr nicht direkt übersetzen könnt? Wenn ihr das Wort im Kopf im Englischen kennt, aber nicht im Deutschen? Auf jeden Fall... Kriminalität, infizierte, meiste Stadt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr könnt das ja alles selber wissen. Okay, Sid, where is Sid? Hey, you guy, Rats. The Gym Rats, come out and pay us a protection money. Ah, Schutzgelderpressung, okay. Das ist unsere Stadt jetzt. Ha, yeah, macht Hank T. Griffin. Keine Angst, überhaupt nicht eine Anspielung an Mr. T. Aber cool. Ha, Griffin, more like Hawk T. Chicken. Ha, das ist lustig, weil es beides Vögel. Naja, wie auch immer. Jetzt Pommel Imperial. Ja gut, Pommel Imperial, das ist nur, glaube ich, im Englischen. Das ist sowas wie Schlagzeit. Pommeling ist so mit der Faust. Na ja, egal. Und schön mit der Faust ins Gesicht. Taste it. I'm gonna squeeze you. Oh, da kassiert er. Oh, eine Stunde später kommen Brooke mit ihren Ecken, Eggs und Chicken Breasts. Hey, what's the paper? Oh mein Gott! Die hat, klingt so ein bisschen wie, als ob sie von Jersey Shore wäre. Hawk has been kidnapped by the Klangs. Oh Mann, wir sollten besser den Coach rufen. Sollten wir das? Okay, wir müssen herausfinden, wo diese Klangs sind und wo sie den Hawk haben. Blablabla, manche wurden an einem Extorting Club gesehen im Rotlichtbezirk. Geht hin und prügelt die Antworten raus. Oh man, what the clubs? Yeah, Zeit, um Leute kaputt zu schlagen. Gut, das Spiel, das kann man zurzeit spielen, aber ich spiele es jetzt mal alleine, weil der Nightrunner nicht so. Okay, wir können hier laufen. Wie ihr seht, das ist... Oh, geil. Ich kann den Sonic machen. Nee, prinzipiell ist es wie Castle Crashers so in der Art, aber... So, ich kann jetzt... Jetzt muss ich mal gucken, was ich jetzt kann. Okay, ich kann den Sonic machen. Ich kann einfach zuschlagen. Ich kann den... Hopper Show, you can... Uppercut machen und ich kann greifen. Na gut, dann wollen wir mal. Wir werden jetzt bestimmt schon sagen, was ich kann. Ja. Punch-Button! Nein, das ist der Roll-Button. Zack, zack. Oh, wie bei... Gibt schöne Kohle. Das erinnert mich eher an... Ja, wie heißt das Spiel jetzt? Das ist eigentlich ganz genauso gewesen. Und das basiert auf diesem... diesen berühmten Nerdy-Film. Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Naja, wird mir wahrscheinlich noch im Laufe des Spiels einfallen. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal die Scheiße aus diesen Punks rausprügeln. Schön den Linken einen auf die Nase geben. Na gut, das ist jetzt ein bisschen politisch vielleicht inkorrekt, aber das ist mir egal. Das, wow, das war eine ziemlich einfache Sache. Scott Pilgrim! Scott Pilgrim gegen die Welt, genau so hieß der Film. Und da gab es auch ein Spiel zu, das so ähnlich war. Oder eigentlich genauso. Good job! Okay, jetzt können wir... Okay, select map. Aber ich habe gerade schon gesehen, man kann sich da, glaube ich, auch so ein bisschen... There is no cow level. Man kann sich trainieren, aber There is no cow level ist eine Anspielung auf Diablo. Wer es nicht weiß. So, dann gehen wir mal los mit unserem Super Mustache. A mustache is a must have. Ab ins Rotlichtbezirk. Und wieder schön Sonic-mäßig die Linken hier. Komm, der auf, du Pisser. Ah, du auch.
bin hier das Gesetz. Ich glaube, mit mehreren Leuten macht das definitiv viel, noch viel mehr Spaß, aber das ist auf jeden Fall... Oh, ich kann außerdem den Uppercut drücken. Und Barry the Barrel. Oh, ist ja lustig. Okay. Ah, okay. Manche kann man nur mit Uppercuts besiegen. Zack. Oh, geil, okay. Das würde ich mir niemals merken können, wer hier was braucht. Aber mal gucken. Okay, die brauchen erstmal normale. Schön Pummeling Period. Du kriegst erstmal einen Uppercut. Oh nein, nein, mein Geld. Das ist mal schön. Zack, 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 zack. Ich hoffe mal, dass da noch nachher so eine Art Kombos kommen, dass man nur richtig geile Mega-Attacken oder ähnliches fahren kann. Jawohl. Ah ja, jetzt kann ich endlich meine Stats upgraden. I'll pay for your upgrades this time. You're welcome. Oh yeah. Okay, so, was haben wir denn hier? Damage. Schlagen, klar. Und mehr Health. Eigentlich vertrete ich ja immer die... Was sind denn Buffs? Schauen wir uns mal die Buffs an. Okay, Damage Boost, Clear Steer 5, das ist egal. Oh, Special Attacks, ich hab's gerade noch gesagt. Fistnado! Denn der ist nicht verwandt mit dem Sharknado. Auf Level 8. Gut. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Verhauen noch ein bisschen die Scheiße aus den Leuten. Und dann werden wir uns mal hier ein bisschen mehr Kohle. Sag ja. Ich hätte, glaube ich, auch ohne, dass du mir sagst, die Scheiße aus diesen Dingern hier rausgeprügelt. Aber ich finde das echt lustig. Ich meine, okay, dass die vielleicht ein paar Münzen dabei haben, aber die Barrels? Ach, der DeLorean. Ich will den DeLorean prügeln. Zack, zack. Okay, der hält jetzt schon ein bisschen mehr aus. Der DeLorean, ich glaube, ich muss nicht sagen, woher der kommt. Jeder sollte das eigentlich kennen. Hatte letztes Jahr, glaube ich, 25-Jähriges, oder? Ich weiß es nicht so ganz. Zurück auf die zurück aus der Zukunft. Ne, in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Aus der Zukunft. Ja, war ein bisschen peinlich. Sowas passiert, wenn man spielt und gleichzeitig versucht zu reden. Aber es ist halt total geil, wie man einfach nur... Zack, einfach sinnlos auf der Straße steht und einfach eine ganze Reihe Punker verprügelt. Was eigentlich ein bisschen lustig ist, weil ihr das die Münzen fallen lassen. Weil ihr müsst bedenken, dass einige Punker auch gerne mal nach einem Euro fragen. Und da haben sie ein bisschen Kleingeld. Und das prügele ich denen jetzt einfach mal aus der fiesen Fresse. Das ist aber ehrlich gesagt ziemlich teuer. Weil wenn ich bedenke, dass ich jetzt hier nur so 50 Münzen pro Level kriege. Müssen wir mal schauen. Oh, jetzt links, rechts. Einfach in die fiese Fresse die ganze Zeit. Ja, viel zu Castle Crushers. Oh, was kommt jetzt? Hallo? Zack. Ah, Street Fighter mäßig. Bam, 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 bam. Oh. Who's the boss? I'm the boss! Bam, bam, eat the shit, the fury! Ah, komm, der muss jetzt erstmal hier warten. Ich muss jetzt erstmal die Mailbox verprügeln. Da habe nämlich auf die Mailbox jemand gesprochen. Ah, ich will mal ein bisschen Gold hier kriegen. Alles hat hier Geld. Alles. Das ist wie in so Rollenspielen, wo auch irgendwelche Eichhörnchen und Hasen auf einmal ein Breitschwert dabei haben. Ist das hier... Oh! Was? Ah, scheiße. Jetzt ist meine... Kann ich irgendwas mit den Schultertasten irgendwas machen? Ich wollte gerade sagen, jetzt ist mein Combo. Was? Dodge-Button? Okay, du, Barrel. Puh. Oh, Smash. Ah, du bist der Pimmel, der... Oh, Smash. Sonic Roller. Oh. Das ist so lustig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann mal richtig schwer sein wird. Ich glaube, der zweite Spieler spielt dann die Tussi. Na, 95 reicht immer noch nicht. Das heißt, wir machen definitiv noch ein Level, bevor wir irgendwas kaufen können. Und... Timer? Ah, okay. Ja, jedes Level neue Attribute dazu. Also Attribute im Sinne von Level-Attribute. In dem Fall haben wir jetzt einen Timer.
Zack, dann gebe ich hier noch ein bisschen was. Alles verprügeln. Oh, was kommt denn jetzt? Ah, ne, du kriegst einen Uppercut. Ja, was war das denn? Der hat ja mal... Ah, man kann auch critten? Das ist ja cool. Also die Schultertasten machen nichts. Aber das muss ja, müssen wir das auch nicht. Das sind ja auch die einfachen Spiele, die Spaß machen. Halt die Klappe und schmecke meine behaarten Fäuste. Das ist eigentlich momentan so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das so ganz korrekt ist. Wenn man so bedenkt, was auf den Straßen momentan so ein bisschen los ist, dass man einfach mit Gewalt antwortet. Aber eine alte Weisheit, die ich mal gehört habe, zum Thema rohe Gewalt ist, wenn rohe Gewalt nicht alle eure Probleme löst, benutzt ihr einfach nur zu wenig davon. Und dasselbe gilt auch hier. Zieht euch ein Bandana an. Ein Kopftuch wollte ich jetzt gerade sagen. Zieht euch ein Bandana an. Lasst euch ein Schnurrbart wachsen. Krapscht euch ein paar Handschuhe. Und prügelt einfach die Scheiße. Ich habe einen Buff gekriegt. Okay, boost your damage temporary. Okay, a new buff, health. Was kostet denn? Boost your damage temporary, there's no thing. Okay. Except gravity. Aber nee, auch wenn das ganz interessant ist, glaube ich, dass ich eher auf... Nein, ich will das mal sehen, was das kann, der Buff. That is good. Jetzt gucke ich mal, was der kann. Yeah, ich habe den nächsten Stadtteil. Okay, schlechte Nachrichten. Die Klangs haben, okay, die wollen eine Bombe, haben eine Bombendrohung gemacht. Was? Ja, wir haben uns, okay, Chicken haben sich wie Hühnchen. Ich habe keine Ahnung, das geht viel zu schnell. So, okay, komm her. Wie mache ich den Buff an? Okay. Ah. Heißt das jetzt, ich habe den... Ah, man kann... Lol. Das heißt, den Buff... Man kriegt den... Ach ja, werfen kann ich auch noch. Man kann einen Button... Nee, einen Buff... quasi trotzdem kriegen. Auch aber man verstärkt den nur. Ach so, das war die mit... Chicken. Ach, Bomb Chickens. Jetzt verstehe ich. Hopp. Kann man die werfen? Hopp. Komm her. Hopp. Aua, blöde Punkerfresse. Jetzt gib es erstmal ins Gesicht. Und dann kannst du schön am Rathaus sitzen. Und kannst du dein Geld wiederholen. Go! Das Ganze erinnert mich auch so ein bisschen an Guacamelee vom... Was? Upgrade your shiny new buffs just to be safe. Yeah. Ah, ja, weil ich es schon gekauft habe. So bin ich nämlich. Jetzt habe ich natürlich nur einen Stern bekommen, weil ich wahrscheinlich zu oft getroffen wurde. Sag erstmal die Scheiße aus dem Hotdog-Stand. Stör mich jetzt nicht. Ich muss jetzt erstmal den Hotdog-Stand verprügeln. Wer kennt das nicht? Ich stand auch ab und zu mal vor einem Hotdog-Stand. Oh, jetzt. Ah, jawoll. Jetzt bin ich furiös. Und jetzt. Könnte mal eine kommen. Warum konnte ich die Krabben nicht werfen? Oh, Kim, heißt das, ich verprügel Frauen? Okay, im Zeitalter der Emanzipation muss man das wohl auch in Videospielen dürfen. Also möchte ich jetzt keine Hasskommentare, wo du sagst, wie kannst du eine Frau schlagen? Mit, ich glaube, Y ist es. Bombe! Chop! Aua. Ah, nee. Hopp. Gibt mir das eigentlich Leben wieder oder einen Lebensbonus? Punk? Nein, du, hier, isst du ein Bombenchicken. Zack. Also solche Spiele, die entwickeln sich ja und machen eigentlich hauptsächlich im Multiplayer Spaß.
Oh yeah, Fist of Fury wieder. Oh, komm her. Warum kann ich das jetzt nicht verprügeln? Hallo? Ah, ich weiß nicht, die sind mir ein wenig zu schnell vorbei, die Level. Das hier ist noch die Beta, muss ich dazu sagen. Das richtige Spiel kommt ja heute irgendwann mal raus im Laufe des Abends. Und ich denke, dass dann relativ schnell auch der Support dann kommt. Das neue Champion. Champions wollte ich gerade sagen. Vielleicht neue Charaktere. Meine erste Goldmünze. Na komm, ich stehe wieder auf. Das habe ich ja auch immer gehasst bei solchen Spielen. Wenn die Gegner einfach nicht schnell genug aufstehen. Und du einfach darüber warten musst, bis man die Scheiße aus ihnen ausprobieren kann. Oh, guck mal, jetzt habe ich das schon mit einem Schlag gegeben. Anger Management. Ja, also das ist definitiv Aggressionsbewältigung. Das passt aber auch zu mir. Manchmal könnte ich auch Aua, okay, das war doof. Ja, ist ja gut jetzt hier. Hier, nimm. Manchmal könnte ich auch einfach auf die Straße gehen und aus allem und jedem die Scheiße prügeln. Das sind dann so montags morgens. Oh, ich hatte noch 30 Sekunden. Lol. Oh yeah, der Fist Nado. Oh, jetzt bin ich zurückgegangen. Warum auch immer. Ach, mit, ah, okay, mit B. Good, yeah. Fist Nado. Eagle Punch. Überhaupt gar keine Anspielung an den Falcon Punch. Fist of the Heaven. Boah. Der ist auch lustig. So, den Fist Nado, den will ich jetzt auf jeden Fall nochmal testen. Okay. Die arbeiten aus einem Warenhaus. Vielleicht haben sie dort Hank. Wir gehen besser in die U-Bahn. Okay. Fist Nado. Ah. Okay, da. Getting buffed, the complete guide. Also, dann werde ich zum tasmanischen Teufel. Ah, ich verstehe. Okay, das. Das könnte ja ziemlich cool sein. Ich hoffe, dass dann irgendwann mal so richtig schön viele kommen. Dass man so richtig schön diesen Fist Nado mal in eine ganze Menge machen kann. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man im Singleplayer nicht auswählen konnte, wen man spielt. Das wäre vielleicht noch interessant gewesen. Dass man sagt, okay, ich will gar nicht mit ihm spielen, ich will mit ihr spielen. Dessen Namen ich jetzt, deren Namen ich jetzt schon vergessen habe. Das wäre ganz interessant gewesen. Du, mein lieber Freund, frisst erstmal einen Fist Nado! Zack, 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 zack. Bam, bam, bam. Komm her, ja, jawohl. Kriegst in die fiese Fresse. Ne? Das war's auch schon. So. Hey. Special Attacks. Hey, Kid. Nice. Fist Nado. Oh yeah. Hat überhaupt. Das klingt echt. Mr. T. Wobei, das war Macho Man, dieser Oh Yeah. Gut, wie dem auch sei. Ich denke, wir wissen, wie das Spiel funktioniert. Wieso kann ich hier nicht jemanden anderen spielen? Ich würde jetzt gerne die andere spielen. Wie dem auch sei. Das war jetzt erstmal Big Action Mega Fight. Ich habe den Link unten in der Beschreibung. Danke nochmal an Double Stallion für die Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre.